eine Sensation. So etwas hat es im Füchse-Revier noch nicht gegeben. 2 Feldspielerinnen gegen 6 gegnerische Feldspielerinnen und dann noch ein Tor für die Spreefüchse. Das habe ich tatsächlich selber noch nie erlebt, dass irgendwann nur noch 2 Spielerinnen auf dem Feld spielen und wir, ich glaube sogar, 1:1 das Unentschieden in der Zeit spielen mit 4 Spielern weniger auf dem Spielfeld. Tatsächlich war das auch mein absolutes Highlight. In den ersten Minuten tun sich die Berlinerinnen schwer. Das nutzen die Gäste vom HC Leipzig durch ein langes Passspiel und einer Körpertäuschung des Schwesternduos Jacqueline und Stefanie Hummel aus. Lilly Robke ist frei und trifft. Berlins starke Rückraumspielerin Vesna Tolic passt den Ball energisch zu Tina Wagenlader. 91-Grad-Drehung und drin ist der Ball. Und somit auch die erste Füchse-Führung. Was für eine Parade von der Ex-Berlinerin Annabel Krüger. Verteidigt mit Glück und Klasse und das zur Freude von Trainer Fabian Kunze. Celia Puls mit 9 Treffern, beste Torschützin, lässt Krüger keine Chance. Gegen Ende der ersten Hälfte wird es etwas deutlicher. Die Tabellenführer kombinieren wie aus dem Lehrbuch. Linnea Höppel passt über Nina Müller zur Portugiesin Anaïs Gouvalier. Halten super mit und dann bringen wir Berlin ins Spiel durch eigene Fehler. Die machen, glaube ich, die Hälfte der Tempo-Gegenstöße alle auch rein. Wir machen es denen dort zu leichten Positionsangriff, machen wir es ihnen sehr, sehr schwer. Dann machen wir es gut. Die Berlinerinnen knüpfen an ihre Leistung von der ersten Halbzeit an. Großen Anteil daran hat Rückraumspielerin Linnea Höppel, die von rechts kommt, anspringt und den Treffer versenkt. Tina Wagenlader ist das. Was für ein Kracher zum 24:15. Auf der gegnerischen Seite hat Jacqueline Hummel ihren Lauf. Die letzten Spielminuten sind nichts für schwache Nerven. Nach mehreren Zeitstrafen und einer Disqualifikation gegen die Bank von Berlin bricht bei den Füchsen ein Wirrwarr aus. Aufgrund eines Fouls an einer Gegenspielerin des Tabellenfünften bei einem erfolgreichen Torwurf stehen mit Fabienne Kunde und Linnea Höppel nur noch 2 Feldspielerinnen des Gastgebers auf dem Feld. Selbst in vierfacher Unterzahl überwindet Linnea Höppel den Gegner mit ihrer Stärke. Wahnsinn! Welch eine grandiose Leistung der Mädels! Mit einer fuchsstarken zweiten Halbzeit belohnen sich die Schützlinge von Trainerin Susanne Müller am Ende mit 31:24. Es ist einfach mega, wenn man da noch ein Tor wirft. Ich glaube, man hat uns angesehen, also wir waren alle mega glücklich. Eine Sensation, die man nicht alle Tage im Füchse-Revier erlebt und eine, die definitiv in die Geschichtsbücher der Berlinerin eingehen wird.